Hallihallo meine lieben Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy X-2 mit Robin und Milena. Wir sind hier am Kinnikerhain und versuchen den Wahnsinns-Spheroiden, Awesome-Spheroiden an uns zu reißen. Weil wenn zwei sich streiten, dann freut sich Yuna. I want that sphere. I want that sphere. Okay. Awesome-Sphere. Ach ja, Meister Joghurt müssen wir finden. Ah, der heißt nicht Meister Joghurt. Doch, er heißt Meister Joghurt. Oh, die Schlangen schon rein, was? Ich werde Rico weiterhin auf Schwarzmagier trimmen. Oh. Hast du das nicht schon ein paar Mal gesagt? Ja, aber die hochgeladenen Videos liegen ja immer eine Zeit dazwischen. Ach ja. Das muss man immer bedenken. Hey, was machst du mir? Gavin denkt wohl immer noch, es würde über Aspira herrschen. Gibt doch nicht, ja. Was machst du? Hat doch was gehört? Ich höre auch nicht mehr. Ein Nestaffen gibt's hier. Chocobo! Ein Chocobo? Will mit dem irgendwas machen? Nein, noch nicht. Wir haben noch kein Gisarkraut. Ach so. Schade. Ja. Einsaum irgendwie. Achso. Der hat mir MP geklaut. Mit seinem Schwanz. Mit seiner Schlange. Was ein Schwanz ist. Alright! Ja. Yuna stimmt dem zu. Ja, das glaube ich ihr. Richtig. Hä, wo waren die denn nochmal? Ach, ich habe keinen Bock auf die Nestaffen. Ich glaube, man kriegt dafür nur eine Mach jetzt weiter. Kostümpalette? Mistaffe? Mistaffe? Deine Mutti? Irgendwas mit Affe. Was war der denn? Keine Ahnung, jetzt hör auf mich zu reden. Der hat nur ein Zufallsende. Oh, nee, der ist nicht so cool. Was ist denn das für ein Brocken? Der Defender. Der Defender. Defender of the Epic Universe. Name. Da steht ja im schlauen Buch ja irgendwas. Bis du nachguckst, bin ich schon längst weg. Aber irgendwo lassen wir den Sheet halt. Ne, typisch Norddeutsch. Sheet. Sheet wäre doch gut. Sicher. Noch ein Schokobo. Ja, aber die fliehen meistens. Oh, Mensch. Feuer your ass! So, das war. Wasser? Ich kann ja sauber werden. Was ich irgendwie nie verstanden habe, warum Wasserzauber nicht für Feuersachen irgendwie effektiv ist. Ja, das ergibt wirklich keinen Sinn. Ich meine, jeder normale Menschenverstand würde das ja wohl denken. Ja. Nee, ich mache lieber Eis drauf. Nö. Das schmilzt doch einfach nur. Oh. Tatsächlich, ne? Ich höre ihn, aber... Ja, komm doch mal her, du Schwein. Da ist er. Dann will ich da noch mal hin. Oh, da war noch keiner. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Nee, da hinten habe ich doch nichts gehört. Doch, ich schon. Naja, ich hole uns noch was zu trinken. Ja, bring mir was mit. Wenn ich Lust dazu habe. So, dann bin ich jetzt mal hier euer Alleinunterhalter. Und hole den Nestaffen in der Zeit. Ja, ich glaube, man kriegt da eine Kostümpalette oder sowas für. Also nichts grundlegend Wichtiges. Ich habe die meistens auch nie wirklich sinnmäßig ausgebaut oder sonst was. Aber naja, es ist eigentlich schon schön, wenn man so ein paar Sidequests macht. Sowas wie ein Nest aufgefunden und so. Ach verdammt, ich bin schon wieder unkonzentriert. Mensch. Mach doch hin. Natürlich alkoholfrei. Nicht so wie letztes Mal. Was? Da ist er. Dann hattest du halt recht. Wirkst mir halt rein. Da war er. Hast du ihn gesehen? Ja.
Boah, geht's noch lauter, ey? Ich kann es mal nicht leise öffnen. Ja, machst du direkt am Mikro. Reg dich nicht so auf. Ich darf das wieder runterregeln, sonst fallen die um vom PC da. Wie mit dem Nieser, ne? Ich habe letztens auch schon wieder einen Kommentar gekriegt, also als ich mich von dem Herzkasper erholt habe. Das war auch wirklich fünf. Hallo! Was hätte ich dafür, wenn er einen Niesanfall kriegt? Er war sogar, er war nicht mal vor dem Mikro und trotzdem war das so extrem laut. Voll auf den Sack. Yo, fired. Ha, ha, ha. Ah, ja, beim Feuer. Ja. War schon witzig. Ja. War schon fast ein Brüller. Ha, ha, ha. Hallo. Jeder Mann, der geht in die Sperre. Echt? Das ist jetzt ein Tempel und deswegen stehe ich in der Gegend rum. Wir müssen uns beeilen. Ich bleib dann mal hier. Die Brücke ist auch gesperrt. No way! Oh. Direkt geschossen. Er darf niemand durch! Wohl. Oh. Zufallsgegner. Woo! Hoop-di-doop. Seit wann macht es dir Spaß? Gar nicht. Ich hab nur versucht, ein bisschen Elan hier reinzulegen. Yeah, yeah. Aber wir müssen ja ein bisschen trainieren. Kalte Füße! Eisra! Rico kann sie nicht mal die Klappe halten. Duck what? Ja, Entenpack. Entenpack? Oh nein, du mit deinen Enten. Ente. Du willst ja noch liebsten eine Babyente, ne? Ja, und dann ziehe ich die auf und dann gehe ich immer mit der baden und freue ich mich. Ja, ja, Enten sind ja eigentlich auch ganz putzig aus Babys. Babys. Kann ich eigentlich auch. Das wusste ich nie. Ich kann ja die Zauber auf alle machen. You don't say. Wie dieser Guado, ne? You don't say. Trinkbrüderchen. Cool, die hat auf eine nicht vorhandene. Oh, jetzt boxen wir mal um. Das machen wir nicht, boxen. Na, aufschlitzen. Blob. Geköpft, die Organe fliegen aus dem. Naja. Nicht übertreiben. Hier irgendwo habe ich doch einen Affen gehört. Nein, willst du doch? Nein. Hast du es nicht gehört? Affe! Doch, aber die Affen sind mir egal. Du bist ein Affe. Nee, ich bin ein Orang-Utan, weil ich so groß bin. Na gut, 1,85 ist keine Selten. Hm. Ich bin auch so groß. Ja, ja, du bist ein kleiner Winzling. Danke. Ich bin schon fast groß. Naja, meine Großmutter ist mit mir sowieso am kleinsten. Ich muss mich schon leicht runterbeugen, wenn ich die umarmen will. Ja. Dann kann ich noch sagen, ja, ich habe Rücken. Und dann habe ich schon noch. Ja. Warum müssen das Affen sein? Warum können das nicht Kätzchen sein? Weil. Aber Katze. Ja, warum sollten Katzen im Wald sein? Weil, dann sind es halt Wildkatzen. Ja, Tropenkatzen, wer kennt sie nicht? Oh. Oh, Juna, ey. Nicht schlafen. Guten Morgen. Morning, honey. Good morning, honey. Er ist aber winzig. Oh, diese Zufallskämpferin. Ich glaube, diesen Part werden wir nur damit beschäftigt sein, zu kämpfen und scheiß Affen einzusammeln. Jona, hau einfach. Danke. Verpiss dich schon einfach, ey. Ich vermisse Deadlifts und tschüss. Live and let live. Ass-Cam? Mhm. In einem Video. Ach, ja. Der Ass-Counter. Ding, ding, ach, ja.
In dem Spiel ist er sehr gut. Er ist. Ding, ding, ding. Du warst beim Mikro, Alter. Ja. Nur kurze Rücke und Hotpants. Und ein. Ich habe einen Affen gehört. Ich auch. Der ist wahrscheinlich gerade gefressen worden. Monkey. Der Chocobo ergreift die Flucht. Das war eine Überraschung. Naja, wenigstens levelt man da durch. Ja klar, meiner Zauberin die MP nehmen. Ja. Merke ich? Ach so. Hat er gerade noch gezwinkert, bevor er starb? Oder als er starb? Ich weiß gar nicht, wie viele hier eigentlich sind. Äpfchen? Lass dich nicht erwischen. Ja, passiert ja nichts. Idiotos. Geh ich jetzt wieder? Anstatt dass sie ganz rausgehen soll, einfach einen Schritt zu kurz. Ist doch kein Metal Gear. Metal Gear? Metal Gear. This is Snake. Here we come. Boah, das wäre voll episch, wenn ein Snake dabei wäre. Bei den Weibern von geil. Ich hoffe, er kommt aus dem Gebüsch. This is Snake. It's Showtime. Mit seiner Camouflage-Ausrüstung. Dann guckt er den nur auf die Bubis. Und dann wird sein Psychometer geht dann weiter hoch. Wie weiter hier. Oh. Oder ein gewisser Herr lauert im Büsch da und sagt, oh, hallo. Oh, nein. Zu viele Insan. Ach man, ich mach nur noch hier X. Spätestens wenn einer da mit einem Pappkarton vorbeiläuft, weiß man schon. Dum, dum, da, da, dum. Brother! Snake! Ich muss die Affen hören, sei leise. Du denkst sowieso nur an Snake oben ohne. Nein! Das ist die schlechteste Wache, die ich je gesehen habe. Ja, wir belauschen jetzt, Leute. Oh. Guck mal, wie bei Metal Gear! Guck mal, voll gut getarnt so. Wie, du hast das Passen vergessen? Vollidiot. Ja, na, reiß dich gefälligst zusammen. Es tut mir leid, Sir. Okay, ich sag's noch einmal. Diesmal schreibst du es dir hinter die Ohren. Ist die Anzahl ungerade? Dann lautet der Code Klettaffe. Jawohl. Ja, klar. Und wenn die Anzahl der Wachen gerade ist, lautet der Code Baumaffe. Und das merkst du dir jetzt endgültig, sonst gibt's ernsthaften Ärger. Ernsthaften awesome Ärger. Also gut, was sagt er, wenn die Anzahl ungerade ist, dann heißt es Kletteraffe. Und wenn die gerade ist, Baumaffe. Sie. Merkt ihr das? Ich hab mir das jetzt nicht gemerkt. Du weißt doch nicht mal, was eine gerade oder ungerade Zahl ist. Jawohl, weiß ich das. Will ich dir auch raten. Gerade ist, wenn die so gerade stehen im Raum. Ach, halt die Klappe. Aua. Wenn die so gerade ist, wie... Wie eine 8, die ist ja voll so symmetrisch. Ich muss mich noch ins Grab. Oder vielleicht ist dies mein Grab und meine Strafe. Das ist ja nicht präsentiell. No. Sei mal leise, ich höre keine Affen. Ich mach doch gar nichts. Och Mann, er kommt und nervt. Und guck mir auf euch, ey. Finde ich jetzt aber nicht cool. Finde ich jetzt nicht so cool von... Entschuldigung. Hey, da bin ich nicht auf. Tut mir voll sorry. Wenn ich bald mal genug. Man hat nie genug. Wie viele passen überhaupt in den Dekolleté? Die haben ja keine Taschen, wie wir wissen. Tja. Was machen die dann da wohl da drin? Oh, boah, so 10 Affen im Dekolleté ist auch mal eine interessante Vorstellung. Schön warm. Hm. Was haben wir denn hier? Treasure.
Final Elixier. Dramatisch. Du bist ja so ein Messi, was Items angeht. Ja, ich habe jetzt schon viel zu viele. Nie benutzen. Ja, die kann ich ja noch gebrauchen. Ja, aber ich habe doch einen Weißmagier. Und dann hast du sie nicht ein einziges Mal benutzt. Richtig. Darf niemand durch. Geh zurück in den Sperrbereich. Okay. Okay. Auch nicht gegen den Kopffilter. Filter. Hast du das immer noch gemerkt mit Baum und Blätter? Ja. Gut. Hab ich schon wieder vergessen. Speichern. Jetzt geht's um die Wurst. Komm, das machen wir noch zu Ende hier, die Mission. Hi. Kommt, ne? Weiter. Der Count lautet. Wahnsinn, wie viele sind denn das? Vier? Ja. Das ist ja gerade. Wie war das nochmal? Baumaffe. Okay. Seid auf unserer Seite. Los geht's zum Pilgerfahren. Babbo. Ich nehme an, wäre es falsch, wäre da halt ein Kampf gewesen, aber der wäre wohl nicht so dramatisch gewesen, oder? Nö. Oh, sag den Code. Das sind drei. Der ist nämlich dahinter. Das machen die gerne. Kletteraffe. Okay. Okay. Da kriegt man nämlich noch was. Eine High Potion. Als hätten wir noch nicht genug. Wir haben Weißmagier. Sag den Code. Schon wieder Ads, Cam. 3, 4. 4? Ich glaube, das sind 4. Ja, sind vier. Das war Baumaffen. Mhm. Okay. Stimmt auch wohl, du würdest das jetzt auf Japanisch spielen. What? Wart könnt Code beaprobe. Sag der Code. Ja, wieso muss sie das überhaupt so oft sagen? Ja. Oh. Was? Was? Ey, das Da kam jetzt gerade noch einer dazu, die Schweine! Das ist nochmal voll assi. Voll die Trollolos, ey. Ja, da kriegt er halt einen auf die Fresse. Mann, wer weiß, was wir gekriegt haben. Oh, Scheiße. Hör auf, immer gegen den Popfilter zu bauen. Ist ja gut. Oh Mann, aber. Das war ja mal voll assi. Man, da kam erst nur einer. Nico, der war beim ersten Mal nicht lustig. Wird auch nicht lustiger. Ich will schön mit deinem Winkel in den Ja, ich werde dir deine ganzen pubertierenden Zuschauer sehen, denken, oh geil. Geil. Oder, oh, hallo. Katzin. Peinliche, random Katzin. Irgendwie. Ach nee, die kommt erst danach. Which is why I keep telling you. Shut up. Just give us the sphere and we'll be on our way. I don't know what you're talking about. Hey, I found the sphere! There you have it. What's that? Oh my goodness. Den habe ich ja immer gesehen. Aber ich glaube, der war auch nicht so wirklich... großartig schwer. Was haben wir denn hier? Level 11, AP 1935. Immun gegen Magic. Jetzt denken die ganzen Leute, dass wir zu unfähig wären, ohne das Lösungspunkt zu spielen. Aber ganz ehrlich, ich habe das Spiel schon so oft durchgespielt. Ja. Ja, aber komm, wenn du es hier schon liegen hast, dann kann man ja auch mal reingucken. Ich würde es auch ohne schaffen, sagen wir so. Ich glaube, das Ding ist gar nicht so. Er hat eine aber ziemlich hohe Abwehr. Soll er. Aber gegen Magie scheint er immun zu sein. Genau, Panzer. Einfach draufkloppen. Wie man in Gothic schon immer sagt, die hält immer fest drauf. Come on!
Naja, Wasser ist immun gegen Magie, aber er hat halt keine Schwächen. Ja, ich wechsle auch gleich mit. Naja, einmal Panzer brechen und dann immer auf die Fresse hauen. Wo sind die Ärzte, wenn man nicht auf? Immer mitten in die Fresse rein. Immer mitten in die Fresse. Okay, wie schlecht. Okay, aber dann kann wohl doch ein bisschen drauf. Ja, das stimmt. Rico ist dead. He's dead. Gut. He's strong. Oh. Kinders. Danger. Ich finde das nur zu geil, dann so. Oh my goodness, we need a Phoenix Dawn. Nobody knows what a Phoenix Dawn actually is. Ich hab den geheilt. Ihn? Ja. Oh, wie kann man nur so dämlich sein? Verdrückt. Gebrochener durch eine Phoenix-Feder. Niemand weiß, was eine Phoenix-Feder eigentlich ist. Und das stimmt auch noch. Irgendwie wird nie in keinem einzigen Final Fantasy, soweit ich weiß, erklärt, was eine Phoenix-Feder überhaupt ist. Das ist einfach nur da. Ja, richtig. Zumindest im Spiel, in Zwischensequenzen oder sonst irgendwas nie. Deshalb finde ich auch die Kommentare mal zu geil. Warum ist Zack denn gestorben? Warum haben wir nicht einfach eine Phönixfeder benutzt? Das ist so unlogisch. Ja, gut, Crisis Core ist generell unlogisch, aber darüber habe ich mich ja genug aufgeregt. Weil die Leute im Kampf K.O. gehen und vielleicht nicht sterben. Schon mal dran gedacht. Naja, bei mir hat sich auch einer beschwert. Ey, du bist so dumm, dich über sowas zu beschweren, Alter. Im Spiel haben sie doch auch Supernova von Sephiroth überlebt und so weiter. Und dann habe ich mir echt nur ein Facepalm gegeben und habe nichts dazu gesagt. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ach, weil der Requiem mal umhaut. Richtig. Ich bin gerade echt gut von dir. This is the part where you get hurt. Thunderblade. Also Magie scheint aber doch besser zu sein als physische Angriffe. Yuna! Stell dich mal nicht so an. Ich würde eher sagen, sie könnte Leben gebrauchen. Das ist auch knapp. Mach du erst gegen Gewicht immun. Das war knapp. Over already? Jetzt kommt voll die peinliche Katze. Peinlich? Schon wieder? Ja, irgendwie schon. Fremdschämen irgendwie so ein bisschen. Ach, wie bei hier. Ahahahaha. Ja. Obwohl nicht ganz so doll. Aber schon ein bisschen. Just what do you think you're doing? Actually, we're Sphere Hunters. Jetzt macht sie wieder eine auf niedlich. So? Und? Ah. Das ist so peinlich, ey, Team Rocket. Go in, let's go! Sorry, Donna. The Sphere is ours. The hell? Das verstehe ich schon wieder. Warum hat er sie nicht einfach da abgesetzt? Nein, so viele Lüge. Fuck Logic! Was sollte eben dieser peinliche Auftritt? Weiß ich nicht. Ist ja fast wie ein Power Ranger. Wir haben jetzt für Heroine vergessen. Ja, das geht. Ah, nee, doch nicht. Guck, wenn Pay nicht dran denkt. Erstmal aus seinem Sack holen. Das sah zumindest so aus. Aus seinem Beutel meinst du? Wir haben Kapitel 1 abgeschlossen übrigens. Endlich. So, dann sind wir auch so weit erstmal durch, ne? Ja. Gucken wir uns noch die jetzt folgende Cutscene an und dann. Best.
voll. Maybe we overdid it. Overdid it? There is no such thing. The gold wings shall be notorious throughout Spira. They weren't all that happy. Huh? Don't forget that notoriety can be a bad thing. So what? I want to have fun. Das könnte man falsch verstehen. Just make sure you don't do anything to land us in hot water, okay? Where's the fun in being plain old regular spear hunters? Yeah, what she said! Oh no. Geschwisterweise. Immer dieses what? Overacting. Ist ja fast wie bei der hier trashigen Batman-Serie. Whenever Riku and Brother agree, bad stuff happens. That can't be good. Wieso trägt er eigentlich immer eine Maske? Kann er nicht atmen oder was? Ist es Shinra? Gar keine Anspielung auf Level 7. Nein, überhaupt nicht. So, wir sind nun soweit durch, ne? Ja, das wäre es erstmal für heute gewesen. Wir müssen sich sowieso alle erstmal von dem peinlichen Auftritt abholen. Ja, ein bisschen peinlich, ja. Ja, ich sag schon mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!